Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeon Dragons Online mit mir Nerestro, meinem Charakter Nerestro und unserem Teamkollegen Sisul. Heute nehmen wir die Quest von Hagu Kimare an, welches Roll of the Necromancer ist, die letzte der Delara-Reihe. Wir kriegen hier erstmal Return of Delara's Tomb. Das liegt daran, dass wir jetzt mit Delara hier oben in der Quest reden müssen, um dann wieder runterzulaufen und dem Typen zu sagen, dass er uns irgendwie angelogen hat oder irgendwie sowas in die Richtung und wir dann da runter müssen in den Necromancer Crypt und den Necromancer zu töten. Das heißt, wir werden jetzt kurz hier oben zu Delara's Tomb reingehen. Einmal kurz zu Delara laufen, mit Delara reden. Dann haben wir die Quest Advanced, kriegen auch keine XP dafür und so, weil das ist ja eigentlich keine wirkliche Quest. Wir müssen nur mal kurz mit ihr reden. Und dann können wir mit dem Typ da unten hier wieder reden und dann können wir in das Necromancer's Lair rein. Okay, und hier können wir ihn versuchen zu bluffen. Okay, wir haben ihn anscheinend erfolgreich angelogen und aus einem mir unerklärlichen Grund müssen wir jetzt anscheinend nochmal mit Delara reden. Und so. Hier können wir dann nochmal reingehen und nochmal mit ihr reden. Okay, und wenn wir das dann nochmal gemacht haben und nochmal keine XP dafür gekriegt haben, weil wir nur eine Quest advancen, die über verschiedene Quests verteilt ist, dann müssten wir jetzt, genau, jetzt können wir auch in diese Krypt hier unten rein, in Necromancer's Lair und dort entsprechend die Quest machen. Und wie üblich am Anfang buffen. Und an dieser Stelle lasse ich mal mein Pet gleich hier hinten stehen. Was ihr machen könnt, ist immer in der Mitte von dem Gang laufen und immer auf den mittleren Teilen hier laufen, auf der mittleren Spur, dann löst ihr theoretisch die Fallen nicht aus. Aber nachdem wir ein Rogue sind, können wir hier natürlich auch mal searchen und schauen, ob wir sie finden. Ja, das war knapp, würde ich sagen. Ja, wie ihr seht, sie machen auch Autsch. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine Death Aura nehmen und versuchen, mich hochzuheilen. Und dann hier seitlich ranzugehen und das Ding zu disablen. Und dann hier ein Stückchen vorzugehen und nochmal zu searchen. Anscheinend gibt es hier keine weiteren Fallen, zumindest nicht in diesem Teil. Die ganze Quest war mehr oder weniger relativ vertrappt, immer wieder an bestimmten Stellen verschieden große Fallen. Und hier nimmt man den Lever. Und wie ihr seht, kommen hier nette Whites. Und hier oben ein paar Geister. Und wie ihr seht, das ist das Symbol hier drüber. Wenn man die anderen aufmacht, dann kommen nur neue Gegner und wir haben hier einen Gegnertypen, den ich hasse ohne Ende. Einen White Priest. Und immer auf die Light Rays aufpassen. Und ich merke gerade, dass ich kein Command Undead mitgenommen habe. Ein Fehler meinerseits, denn das Spiel wird so viel einfacher, wenn man den Command Undead dabei hat. Ach doch, da unten liegt's. Wir haben es also nochmal. Hier haben wir wieder diese Ghostly Skeletons, die einfach keinen Schaden kriegen. Hier empfehle ich, außenrum zu laufen. Denn wie sich eventuell leicht denken lässt, wenn ich hier keinen Schaden kriegen würde, könnte ich auch searchen. Wir haben hier wieder eine Falle.
Die Frage ist bloß, wo das entsprechende Disable-Panel ist, nachdem ich hier hinten gesucht habe. Und hier haben wir nochmal eine Falle. Dann schauen wir halt mal auf dieser Seite. Anscheinend gibt es hierzu kein Disable-Panel. Wenn schon, dann... ja, finde ich es gerade nicht. Hierzu sollte es allerdings eins geben, weil das kann man nicht umgehen. Aber nicht auf dieser Seite. Und hier haben wir nochmal eine Trap, allerdings wieder kein Disable-Panel. Aha, hier haben wir ein Disable-Panel. Allerdings auch einen Light-Ray-werfenden Caster, weswegen wir gleich mal uns hinter eine Säule aus anscheinend eher laufendem Blut verziehen. Die Fallen sind jetzt, glaube ich, auch aus, nachdem das Disable-Panel deaktiviert wurde. Wir warten darauf, dass er den Light-Ray schießt. Und hier gibt es gleich die nächste Kollektion an Fallen. Und ein weiterer Light-Ray, der fliegt. Hoi, 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 hoi. Wird ganz schön knapp. Worum auch immer er ihn gerade dorthin werfen wollte. Und wir haben den Debuff von ihm abgekriegt, welcher minus 1 auf Skills gibt, weswegen wir jetzt mal schauen, ob wir immer noch diese schöne Falle erfinden können. Oder finden können generell. Und hier haben wir das Panel dazu. Hier haben wir übrigens wieder erneut eine Falle, darum sollte man, oder zumindest dachte ich, dass hier eine gewesen wäre, anscheinend nicht. Stattdessen ist hier ein nerviger Caster, um den sich Sesul dankenswerterweise schon gekümmert hat. Wir haben hier ein paar Ghostly Skeletons, das heißt, ich werfe jetzt einfach mal eine Wall of Fire. Und damit ist auch der letzte von ihnen tot und wir können in den nächsten Raum gehen. Hier seht ihr, mal abseits von den ganzen Breakables, die ihr hier habt, zwei so nette Teile, wo man sich draufstellen kann. Jeweils aktivieren sie wieder die entsprechende Tür daneben und wir haben hier einen weiteren Light-Ray-Caster. Das heißt, wir drehen uns immer so, dass wir in seinem Rücken stehen, damit wir ja nicht von seinen Rays getroffen werden. Und da fällt er auch schon tot um. Und ich glaube, jetzt ist auch schon Zeit, dass wir mein Skelett mal wieder dazu holen. Wie ihr seht, wenn ihr hier auf das Zeug hier tretet, dann geht hier die Tür auf. Ihr habt hier weitere Ghostly Skeletons. Ihr könnt hier wieder in der Mitte durchlaufen, könnt die Tür hier aufmachen. Und hier seht ihr einen Raum. Bei solchen Räumen solltet ihr immer aufpassen, denn sie eignen sich dafür, dass der ganze Boden meistens mit irgendwelchen Spikes oder ähnlichen zugekleistert ist, weswegen es leicht schmerzhaft enden kann. Wir laufen hier also wieder raus und sehen, Gegner sind hier und Spikes, wer hätte es gedacht. Das heißt, wir werden eine Wall of Fire hinlegen, wenn wir nicht Concentration failen. Und schon wieder Concentration failen und lecken. Und jetzt steht dort auch die Wall of Fire. So sehr haben wir geleckt. Ihr könnt euch natürlich einfach zwischen die verschiedenen Spikes stellen, dann fallen die Gegner auch meistens um. Wir nehmen also unser Search Gear und schauen, ob wir hier irgendwo ein Disable Panel finden. Und hier haben wir wieder einen dieser Räume, die man am besten vorher absucht, bevor man durchläuft. Oh, wer hätte es gedacht, ein Disable Panel. Und hier drin suchen wir am besten nochmal. Vielleicht ist ja der nächste Raum genauso vertrappt. Und anscheinend haben wir hier hinten diese Fallen ausgemacht. Wir haben hier einen Lever direkt neben einer Tür, hinter dem ein ziemlich großer Raum ist und am anderen Ende ein Lever. Und wir haben hier eine Tür. Wenn man diese Tür öffnet, sieht man dahinter einen Restschrein. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal durchrennen.
und diesen Raum hier machen. Okay. Anscheinend wollen die nichts weiter machen. Das heißt, wir werden... Warum steht hier Concentration Success und trotzdem ist keine nervige Wall of Fire zu sehen? Muss man halt ein bisschen häufiger casten. Oh, ich habe sie da hinten hingesetzt. Hm. Ich glaube, ich hatte noch den Lever angewählt. Das erklärt dann natürlich, dass die vorher nicht aufgetaucht ist. Und wenn dann der Skelett Narcos tot ist und auch das Skelett tot ist, wenn es einen denn durchlässt. Ich hänge gerade zwischen zwei Skeletten fest. Hat man auch nicht alle Tage. Gut. Wenn Skelett irgendwann dann tot oder uninteressant. Uninteressant passt, glaube ich, besser. Dann können wir hier entspannt resten und unsere Spellpoints wieder auffüllen. Jetzt könnte man natürlich gemein sein und das Skelett decharmen, sodass es unseren Freund Cezul angreift, aber so gemein sind wir natürlich nicht. Ach, hier sind wieder ein paar Skelettel-Arkusse. Und da sind sie auch schon tot. Und wir können mit der anderen Seite weitermachen, denn hier gab es ja auch noch eine andere Pressure Plate für den Boden. Auf die wurde sich auch schon gestellt, wahrscheinlich von Cezul. Und wir können hier weiterlaufen. Nachdem dieser Gang relativ komisch ausschaut. Ich hatte jetzt schon fast eine Falle erwartet, aber Gegner ist natürlich auch ganz gut. Und an dieser Stelle gibt es drei Lever. Es braucht allerdings nur einen, das heißt, wir searchen einmal. Nun ist natürlich die Preisfrage, wo ist das Disable Panel? Anscheinend hier nicht. Dann laufen wir ein Stückchen zurück. Und finden wieder keins. Das heißt, nachdem uns diese Gegner ein bisschen nerven, aber Cezul sie anscheinend gut schafft zu töten, nehme ich mir jetzt einfach mein Reflex Safe Gear, stelle mich außerhalb einer Trap hin und mache den ganz linken Lever. War der richtige. Haben wir Erfolg gehabt. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man in den Raum reinläuft und eine Wall of Fire hinstellt. Sobald die nächsten Gegner kommen. Und mein lieber Cezul, verrecke bloß nicht. Sobald dann hier der letzte Gegner auch gefallen ist, sollten die Tore wieder aufgehen. Und damit die ganzen anderen Teile, die ich eigentlich mit einsperren wollte, auch uns hinterherkommen. Hier seht ihr einmal dieses schöne Symbol. Das heißt, wahrscheinlich geht es jetzt irgendwo weiter, wo es vorher nicht weiterging. Und wir haben hier wieder so einen schönen Gang. Nachdem diese Gänge bisher immer getrappt waren, schauen wir auch gleich nochmal nach. Nein, keine Trap auf dieser Stelle. Hier auch nicht. Und Cezul ist einfach durchgerannt. Insofern wird da auch nichts sein. Und ich hänge jetzt wieder zwischen ein paar von diesen Teilen fest. Und hier haben wir wieder einen netten White Priest. White Priest tot. Und wir können hier theoretisch mit dem Rest weitermachen. Wie zum Beispiel Breakables zerstören. Und irgendwann, wenn uns dann
der nächste White Priest entgegenkommt und mit Light Rays um sich schießt. Dann töten wir ihn lieber erst. Und wenn er tot ist und wir den Rest ja auch noch befreit haben und uns jetzt zig Millionen Fallen angezeigt wurden, dann können wir hier eine Wall of Fire hinlegen. Passt bei Walls of Fire auf, dass sie nicht zufälligerweise in Wasserfeldern drin stehen, weil dann gehen sie komplett gleich sofort wieder aus. Genau das gleiche Problem haben auch Blade Barriers und irgend so ein anderer Zauber, den man irgendwo hinlegen kann. Das hier, wie ihr seht, ist ein sehr schön gemachter Boden. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sogar die Wand ist an dieser Stelle anders. Was könnte also passieren, wenn man da drüber läuft? Vielleicht bricht der Boden weg. Wer hätte es gedacht? Ich habe leider ganz knapp tatsächlich die Leiter verfehlt. Schade aber auch. Und hier können wir durch und da oben den Lever betätigen. Vorher machen wir hier natürlich alles auf. Und wie ihr seht, hinter uns sind einiges an Gegnern gekommen. Wenn ihr hier schnell genug seid, könnt ihr dahinter durch die Tür gehen, bevor sie zugeht. Oder aber die ganzen Skelette runterspringen und runterfallen und oh mein Gott. Allerdings, ja. Wie ihr seht, jetzt ist die Tür zugefallen. Und wenn der letzte Typ hier stirbt, sollte sie wieder aufgehen. Jetzt tut sie das nicht, weil ein dämliches Skelett darunter gesprungen ist. Und dementsprechend wir dieses Skelett nicht töten können. Und ich mich gerade verarscht fühle. So ein ganz kleines bisschen. Okay, die Tür da hinten ist schon mal wieder aufgegangen. Das heißt, wenn wir uns jetzt gemütlich hier hinstellen und warten, vielleicht geht das Ganze dann hier auch wieder auf. Ja, es geht auf. Aber wie gesagt, wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr vorher einfach durchspringen, auf der anderen Leiter nach oben laufen und hier warten, bis die Tür aufgeht. Dann habt ihr das ganze Gedöns mit den Gegnern da hinten nicht. Nachdem wir diese endlos lange Strecke wieder zurückgelaufen sind, sind wir hier im Mainraum und haben hier beide Sachen geöffnet und sehen hier eine neue Gegnerkollektion. Ghostly Skeletons lässt man mal wieder außen vor, denn die braucht natürlich keine Sau. Irgendwann hat man sie alle gesammelt und dann kann man eine Wall of Fire werfen. Nachdem die Wall of Fire derzeit 65 Spell Points kostet, habe ich noch genau Spell Points für 2 Stück. Das heißt, ich sollte damit etwas vorsichtiger umgehen. Und hier sind wir bei dem Raum, welcher sich auch Bossraum nennt. Wir haben hier vorne einen Necromancer und ein paar Gegner, weswegen wir eine Wall of Fire hinwerfen werden, eine Death Aura anmachen und schauen, dass alles stirbt. Ihr müsst bei diesem Raum ein bisschen aufpassen, weil es passieren kann, dass ihr den Bossgegner zu schnell tötet. So doof es klingt, aber wenn ihr ihn unter 10 Sekunden tötet, dann triggert das so ein komisches Event nicht. Normalerweise, wenn ihr ihn tötet, fallen alle Untoten komplett tot um. Wenn ihr ihn allerdings zu schnell tötet, dann eben nicht, weil ihr müsst praktisch ein Minimum haben an dem Ganzen. Gut, nachdem wir das allerdings hatten, allerdings alle anderen Gegner eh schon tot waren, können wir hier die Chest aufmachen und looten. Die anderen Chests sind gelockt, weswegen wir sie erst lockpicken müssen. Und dieses Mal gleich beim ersten Mal einen Success haben. Und das sogar mit einer 6. Normalerweise ist das nicht so gut. Wir haben also nun alle Chests, die es in dieser Quest zu holen gibt. Man sieht sich, bis zum nächsten Mal.